Ein Digitalpiano mit Holztastatur unter 1000 Euro. Da fragt man sich, wie geht denn das? Und wir haben hier das Thomann DP140. Das haben wir uns sogar schon mal angeschaut, aber nicht in dieser Version. Das ist neu, denn wie schon gesagt, hier gibt es das Feature Holztasten und eine Hochglanzlackierung. Also es ist auf jeden Fall eine neue Version und Grund genug, dass wir uns das nochmal anschauen. Mhm. Yasin Korchi von der Online-Musikschule Music2Me. Du wirst uns jetzt verraten, ob sich das gut spielt, nach wie vor und überhaupt. Okay. Ich bin sehr gespannt. Hören wir mal rein. Also ich sag mal jetzt, mal ganz ohne Holztasten und Hochglanzlackierung, das klingt jetzt auch nicht nach 1000 Euro. Kann man machen auf jeden Fall, ja. Also ja, es klingt schon deutlich nach mehr. Geht gut von der Hand, schön ausgeglichener Klang. So. Also, ja, auf jeden Fall. Also bis zu den schönen Höhen da oben, wunderbar. Ja. Ja. Und dann muss man ja auch nochmal sehen, das hat so ein Upright-Design. Allein sowas kostet ja das Vierfache von dem. Ja, also allein die Farbe Hochglanzschwarz ist in der Regel immer ein deutlicher Aufpreis. Also 300, 400 Euro muss man da eigentlich in einer Preisklasse, die etwas höher ist, eigentlich einrechnen, allein für die Farbgebung. Und jetzt habe ich das Upright noch dabei. Ich habe eine ordentliche Tastatur irgendwie. Ja, ich habe hier eine Beschichtung auf der Tastatur drauf, dass ich auch ordentlich spielen kann. Sogar das, ja. Also das gehört natürlich zu einer Holztastatur dazu. Ja. Aber vielleicht muss man hier dazu sagen, es ist keine echte Holztastatur. Also man könnte das ja, man könnte ja sagen, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Kawai Upright Design, Holztasten und so? Ja. Da ist dann genau hier ist der Unterschied. Da haben wir dann keine durchgehenden massiven Holztasten, sondern das ist nach wie vor eine herkömmliche Digitalpiano-Tastatur, aber sind Holzelemente bei den weißen Tasten eingebaut. Und das fühlt sich natürlich auch schon schöner an, als nur eine Kunststofftastatur zu haben. Ne? Ich muss sagen, vom Spielgefühl ist es wirklich schön. Man hat auch so einen filmmusikartigen Klang, da ist ein bisschen Hall drauf, so auf diesen Basic-Piano-Sound. Und ich bin jetzt eigentlich positiv angetan. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Also. Und dann muss man sagen, dass die Tastatur natürlich auch relativ leichtgängig ist, wo natürlich auch wieder geguckt wurde, wahrscheinlich so für den Einsteigerbereich, dass es jetzt nicht einem da hier die wo man erstmal hier richtig arbeiten muss, sondern wo man eigentlich schön und leicht reinkommt und seine Stücke irgendwie so spielen will, wie man es halt irgendwie hinkriegt. Ne? Ja, das interessiert mich natürlich auch. Ich würde ganz gerne mal probieren, wie sich das mit der Klassik macht. Der Klassiktest. Oh, der Klassiktest. Vielleicht erzähle ich noch mal die Geschichte zum Klassiktest. Ich bin echt kein Experte für Klassikmusik, für klassische Klaviermusik. Aber ich benutze so 2, 3 Beispiele, weil die tatsächlich sich sehr gut eignen, um die Eigenschaften von einem Klang herauszuspielen. Ich nehme dazu diese Diabelli-Variation, einmal den Diabelli-Walzer. Da kann man ganz gut hören. Das geht von wirklich fortissimo bis aber Piano wieder runter. Und das kann man über die Tastatur ganz gut ansteuern. Also es fühlt sich auch ganz gut an, tatsächlich. Und auch mit dem Holz irgendwie fühlt sich das warm an. Ja, kam mir jetzt auch gut von der Hand. Ja, also, ja absolut. Kleiner Verspieler drin. Also, passiert. Ja, gut. Es ist jetzt, die Tastatur ist jetzt, würde ich sagen, wenn man es vergleicht mit einem Klavier, das Vierfache kostet, ja, dann merkt man das schon. Das ist dann auch mal so ein kleiner Verspieler. Aber ansonsten spielt es sich sehr gut da drauf.
Wie gesagt, alles ist natürlich unter der Maßgabe vom Preis. Bei so einem Upright fließt natürlich nicht nur das Geld in die Tastatur, in den Klang, sondern natürlich jetzt auch irgendwie in die Bauart. Ne? Das wiegt ein paar Kilo, ne? Da ist ein bisschen Holz und sonstige Teile verbaut. Ne? Das muss man natürlich dann, der Preis teilt sich natürlich dann in verschiedene Bereiche und da ist natürlich auch ein Kompromiss irgendwie dann im Spielgefühl. Definitiv. Aber ich glaube, wer die, ja, die, die Ansicht haben möchte und fürs Auge was haben möchte und aber auch das Spielen, ist es natürlich preislich schon crazy eigentlich. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Man muss es ja immer so im Gesamten betrachten. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns noch ein paar andere Sounds an und du bist wieder dran. Okay. So, wir haben hier die Voice Select und können hier einfach über das Drehrad verschiedene Klaviere anspielen. Hier haben wir so ein bisschen so einen Effekt drauf. Ich sag mal, das ist die Standardware, was es alles so gibt. Ja. Electric Plant. Hätte ich nicht erwartet. Klingt eigentlich ganz nett, ja. Habe ich schon in besserer Qualität gehört natürlich, so klar. Das CP70 Grand von Yamaha, aber gut. Solider E-Piano-Sound. Also ist absolut solide. Ich denke, so ein Teil kauft man sich jetzt nicht für irgendwelche zusätzlichen Sounds, sondern da will man da irgendwie 2-3 Klaviere haben, die ordentlich klingen. Aber es ist nett, das zu haben. Und man lässt es lässt sich hier auch mit relativ vielen Knöpfen eigentlich auch gut bedienen. Ja, 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 genau. Ich denke auch, da muss man eben sehen, das ist ja immer noch ein Digitalpiano im Einsteigersegment. Ja? Ja. Und da kommt es drauf an, das muss sich gut spielen lassen. Und der Klavierklang muss ordentlich sein. Und das kann man schon mal sagen. So, jetzt gibt es natürlich auch hier, das muss man auch erwähnen, nicht so tolle Sachen wie eine Piano-Remote-App, die eben die großen Hersteller bieten. Darauf verzichten wir hier, das gibt es nicht. Aber man kann das ja da recht gut bedienen. Und es ist ja auch gar nicht so viel, was man da zu bedienen hätte. So. Aber es gibt noch einen kleinen Trumpf. Ja. Ich habe da was vorbereitet. Aha. Nämlich, man kann sehr wohl ein Tablet anschließen. Und zwar brauchen wir dafür einfach diesen USB-Anschluss. Das schließen wir über das Camera Connection Kit an. Mhm. Und brauchen noch eine Audioverbindung für die App, die ich hier im iPad habe. Da brauchen wir ganz einfach nur ein Audiokabel. Nämlich gibt es hier einen Stereo-Input. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mit einer App an. Da gibt es viele verschiedene. Ich spiele unheimlich gerne mit Pianotech. Und das müssen wir jetzt verbinden. So. Und wir müssen das hier auf Local Off schalten. So, wir gehen hier in Functions und hier ist Local Off. Das heißt, der interne Sound ist jetzt ausgestellt. Genau. Und jetzt können wir quasi den Sound aus dem iPad hören. Wir hören jetzt nur das iPad und zwar das Audio vom iPad hier im Digitalpiano. Und das sollte jetzt funktionieren. Ich erkenne an deinem Lächeln, an deinem Lachen, das gefällt dir. Ja, Pianotech natürlich, wer es nicht kennt, ein super gutes VST-Plugin für den PC oder den Mac, ja, und gibt es seit einiger Zeit jetzt auch auf dem iPad. Und das ist natürlich für alle Piano-Liebenden ein Traum, natürlich dieses Plugin, ja, diese App. Absolut, absolut. Das gibt es ja schon eine Weile auf dem Rechner und jetzt neuerdings auf dem Tablet auch, nur für iOS-Geräte. Aber immerhin, und ich bin sehr froh, dass ich das habe, weil ich benutze es fast täglich. Und dann finde ich eigentlich diese Verbindung jetzt sehr spannend, weil ich habe hier eine vernünftige Tastatur und verbinde das über MIDI und kann tolle Piano-Sounds spielen. Ja. Die sind jetzt noch mal in der Qualität noch mal deutlich, hast du auch gleich gespürt, dass da noch mal viel mehr Dynamik drin steckt. Ja. Und ja, das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man sowas verbindet. Und das ist ja sehr einfach zu machen. Man schließt es einfach da an und kann den Sound genießen. Ja, und das Tolle ist natürlich jetzt auch, dass das Pianotech jetzt aus den Lautsprechern von dem Thomann rauskommt und ich jetzt quasi diesen tollen Klavierklang aus dieser App jetzt quasi direkt über das Gerät hören kann. Ja? Und das ist halt cool. Ja. Das ist absolut cool und ich finde, da muss man auch noch mal erwähnen, die eingebauten Lautsprecher,
in diesem Piano. Das ist ja, das ist ein 100 Watt starkes Wiedergabesystem. Ja. Also man wird von dem tollen Wandklavier-Look wird man auch nicht im Klang enttäuscht. Das vermittelt sich auch schon. Das hat ordentliche Bässe und überträgt gut. Ja. Ja. Und das finde ich für den Preis, das muss man auch noch mal sagen, das ist schon eine runde Sache. Ja. Willst du auch noch mal ein E-Piano anspielen? Gerne. Weg Plaisir. Der Jörg ist nämlich der E-Piano-King. Ich habe mir da so ein schönes Rhodes-Piano gebaut. Und das, dann wechseln wir noch mal. Okay, ich spiele das mal an. Klingt toll, oder? Und das lässt sich wahnsinnig dynamisch spielen. Wahnsinn. Kommt mit der Tastatur eigentlich auch ganz gut, mit dem E-Piano, mit so einer App, oder? Ich mag das tatsächlich bei solchen Sounds sehr gerne, dass man so reinledern kann. Ja. Und das ist wirklich toll. Geht hier eigentlich ganz gut, ne? Weil sie halt so ein bisschen leichtgängiger ist und so ein bisschen auch so in dieses Rhodes-artige reingeht. Ne? Das, ist das fühlt sich tatsächlich bisschen so an. Ne? Das lässt sich butterweich spielen. Ja. Voll gut. Ja, wer das noch nicht kennt, einfach mal Pianotech sich einfach mal anschauen. Also super cool. Ja, sind wir jetzt schon wieder auf ein ganz anderes Thema gekommen. Abgedriftet. Aber ich glaube, dann können wir auch schon langsam zum Fazit kommen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist, wenn ich anfangen darf, eine wirklich runde Sache. Ich bin überrascht, dass man tatsächlich für diesen Preis so eine Hochglanzlackierung bekommen kann. Also eine Tastatur, die sich toll anfühlt. Auch wenn es jetzt keine echten Holztasten sind, aber es ist gut gemacht, das fühlt sich gut an. Es ist sogar ein Drei-Sensor-System, es gibt Druckpunktsimulation, super gut. Ja, kann ich mich nur anschließen. Tastatur hat mir gut gefallen, der Klavierklang hat mir gut gefallen. Es ist einfach ein rundes Paket und eine tolle Ansicht, irgendwie in Klavierlack schwarz. Ja, und, schön für zu Hause. Schön für zu Hause und wie gesagt, um die 1000 Euro muss man dann schon wirklich, da muss man sich in der Preisklasse für sowas schon umschauen. Also das ist eher selten. Definitiv. Und wie gesagt, man verzichtet auf eben das Merkmal Piano Remote App. Aber es gibt, wie gesehen, die tolle Möglichkeit mit dem iPad. Man kann das über USB anschließen und hat viel Spaß.